Herzlich willkommen zu einer neuen Anlageidee mit der Société Générale. Aktuell sorgen sich Anleger an den Märkten um steigende Inflationsraten und den Anstieg bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen. Wie Anleger jetzt am besten vorgehen, bespreche ich mit Anuj Wilhelms von der Société Générale. Ja, Herr Wilhelms, ich habe es gesagt, die US-Anleihen haben zuletzt kräftig zugelegt, die Inflationsangst ist gestiegen. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe? Ja, also vor allen Dingen natürlich das Thema Inflation treibt viele Anleger um. Inflation heißt ja nichts anderes, als dass die Preise teurer werden. Das ist für Unternehmen natürlich vor dem Hintergrund gut, wenn sie Waren verkaufen, aber natürlich der Einkauf wird durchaus auch teurer. Man sieht das zum Beispiel auch am Ölpreis, einer der Inflationstreiber, und der ist ja zuletzt doch stark gestiegen. Das heißt also, es wird alles insgesamt teurer. Und warum hängt das mit den Zinsen zusammen? Ja, also grundsätzlich ist es ja so, wenn man Geld hat, dann hat man, und man hat es auf dem Konto liegen, dann verändert sich der Kontostand vielleicht nicht. Aber wenn die Inflation hoch ist, bedeutet das, ich habe jedes Jahr weniger Kaufkraft. Zwar den gleichen Geldbetrag, aber ich kann immer weniger davon kaufen. Und über 10, 20 Jahre kann das durchaus ein deutliches Minusgeschäft sein. Und zuletzt war die Inflation doch recht niedrig, vor allen Dingen hier in Europa und in Deutschland. Da war die teilweise sogar unter 1% pro Jahr. Und mittlerweile gehen die Experten davon aus, dass es dieses Jahr deutlich ansteigen kann. Es geht sogar bis hoch auf 3%, die sozusagen Befürchtung oder die Erwartungen hinsichtlich Inflation. Und das bedeutet natürlich für jeden, der irgendwie Geld anlegt, der Geld zur Verfügung hat und das vielleicht noch nicht investiert hat, bedeutet das sozusagen doch stärkere Verluste auf das Geld, was einfach nur so rumliegt. Und damit muss man dann unter Umständen dann irgendwann was tun. Glauben Sie, dass die Renditen weiter steigen oder ist langsam der Deckel drauf? Ja, also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass natürlich da was passiert, wenn die Inflationserwartungen steigen, heißt das für die Notenbanken durchaus eventuell ein schärferes Auge darauf zu legen, weil man geht ja grundsätzlich davon aus, beziehungsweise das oberste Ziel zum Beispiel der EZB ist ja auch Preisstabilität. Das sagt man so, bei rund 2% Inflationsrate sind die Preise stabil pro Jahr. Wenn jetzt natürlich die Inflationsrate deutlich darüber hinaus steigt, dann müssen irgendwann auch die Notenbanken reagieren. Und das würde dann zu Zinssteigerungen führen. Und das, was wir jetzt gerade sehen, ist noch nicht, dass wirklich die Notenbanken wie die EZB oder die Federal Reserve in den USA die Zinsen schon anheben. Aber der Marktzins, der ist schon gestiegen. Und man sieht das sehr eindrucksvoll in den USA. Seit Mitte letzten Jahres, da waren die 10-jährigen Renditen ungefähr beim 0,5%, sind die heute schon auf wieder 1,5% angestiegen. Also dieser Trend, dass die Zinsen immer weiter fallen, der ist zumindest in den USA deutlich gebrochen. Und hier in Europa oder hier für deutsche Bundesanleihen, da ist es so, dass die Renditen zwar auch wieder gestiegen sind, aber sie sind jetzt erst knapp über der Nulllinie. Also insofern sind wir hier noch ein Stück weit davon entfernt, wo die Amerikaner jetzt schon sind. Und was raten Sie Anlegern in der aktuellen Situation? Ja, also grundsätzlich wird es jetzt ein bisschen schwierig, weil als Anleger kann ich in der Regel nicht direkt auf Zinsen setzen, aber auf Anleihen, die ja im Prinzip Zinsen abwerfen. Und da ist es genau umgekehrt mit der Kursentwicklung zum Zinsniveau. Also steigen die Zinsen, fällt die Anleihe. Steigt die Anleihe, fallen die Zinsen. Also man muss da genau umgekehrt rechnen. Das heißt also, was wir jetzt sehen, die Zinsen steigen, das heißt gleichzeitig bedeutet es, Anleihepreise fallen. Wer also sich als Anleger zum Beispiel vor steigenden Zinsen schützen möchte, der kann zum Beispiel dann auf fallende Anleihepreise setzen. Und das geht bei uns im Zertifikatebereich zum Beispiel mit Turbo-Optionsscheinen. Und die berühmtesten Anleihen weltweit sind zum einen der Bund Future und der die US-Staatsanleihen, T-Note Future, 10 Jahre. Diese beiden gibt es sozusagen als Basiswert für Knockout-Zertifikate, wo man eben auf fallende Anleihepreise setzen kann. Und wer das macht, der kann dann eben entsprechend von fallenden Notierungen bei den Anleihen profitieren. Und das bedeutet gleichzeitig, dass die Zinsen auch noch weiter steigen. Jetzt haben Sie den Bund Future und das US-Äquivalent T-Note angesprochen. Was sind hier die Unterschiede? Also im Prinzip sind das keine richtigen physischen Anleihen, sondern es sind theoretische Anleihen, Termingeschäfte sogenannte. Das heißt also, die sind nicht identisch mit einer Anleihe, die es wirklich am Markt zu kaufen gibt. Aber man kann so grundsätzlich sagen, wenn man den Bund Future sich anschaut, ist eine theoretische Anleihe, die 6% Zinsen pro Jahr abwerfen würde und nach 10 Jahren mit 100% zurückgezahlt wird. Die notiert natürlich nicht heute bei 100, weil da wird man ja jedes Jahr 6% Rendite notieren, sondern der Preis ist heute höher. Der liegt sogar über 160. Das heißt also, hier sieht man schon, dass durchaus das Thema Negativzinsen hier berücksichtigt wird. Das heißt also, ist der Bund Future sozusagen teurer als eben diese 100%? Da muss man das von seiner Jahresrendite abziehen und da kann man dann am Ende tatsächlich bei Null rauskommen. Also das sind aber nur fiktive Anleihen, das sind aber Basiswerte, die viel und häufig gehandelt
gehandelt werden und auch im Zertifikatebereich zum Einsatz kommen. Das heißt also, wenn ich ein Zertifikat auf einen Bund Future kaufe, ist das faktisch ein Zertifikat auf eine Bundesanleihe. Und wenn der Kurs der Bundesanleihe oder des Bund Futures sich dann verändert, dann habe ich entweder einen Gewinn oder einen Verlust, je nachdem, ob ich einen Call oder einen Put gekauft habe. Und für welchen Anlegertyp sind solche Zertifikate geeignet? Ja, ganz grundsätzlich, Knockout-Produkte, Turbo-Optionsscheine gehören zu den Hebelprodukten. Sie haben mehr Risiko als jetzt das Investieren in den Basiswert. Sie haben auch eine Knockout-Schwelle, das heißt also hier kann sogar der Totalverlust eintreten, in dem Moment, wo diese erreicht wird. Das bedeutet also, die Produkte haben deutlich mehr Risiko, also für Anleger geeignet, die sich zum einen damit auskennen, zum anderen auch genau wissen, was sie tun und natürlich eine feste Marktmeinung haben. Und schließlich und endlich, es sind Zertifikate, die von Banken ausgegeben werden. Man muss also auch noch das Bonitätsrisiko berücksichtigen. Und am Ende sollte man natürlich sich mit dem Bund Future und dem T-Note Future auch ein bisschen auskennen, bevor man hier eine Investition tätigt. Jetzt haben Sie das eine oder andere Risiko schon angesprochen. Was muss ich allgemein noch beachten? Ja, so ganz grundsätzlich, Zertifikate und Optionsscheine auf Zinsen gibt es nicht. Es gibt sie nur auf Anleihen. Und diese Anleihekurse, die bewegen sich halt auch. Und recht stark bewegen die sich in Abhängigkeit vom aktuellen Zinsniveau. Und das kann natürlich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung sich bewegen. Das heißt also, Anleger sollten da vielleicht, wenn sie noch nicht so viel Erfahrung haben, sich erstmal so ein Produkt in die Watchlist legen. Und wir haben beispielsweise bei uns auf der Webseite sg-zertifikate.de, da kann man ein Portfolio machen, da kann man die Produkte hinzufügen und dann kann man sich auch so kleine Alerts machen, dass wenn ein gewisser Preis erreicht wird, man da eine Benachrichtigung per SMS zum Beispiel bekommt. Also das heißt, da kann man erstmal so ein bisschen vielleicht vorsichtig anfangen, bevor man dann direkt investiert. Und für diejenigen, die sich gut auskennen, die sollten einfach vielleicht auch mal aktuell in dieser Phase einen Blick hin zu Anleihen und Zertifikaten auf Anleihekurse blicken. Denn das kann sich durchaus aufgrund der aktuellen Bewegung zurzeit lohnen, wenn man da zum Beispiel ein Portfolio absichern möchte. Sagt Arno Schwilhelms von der Société Générale. Vielen Dank. Gerne. Ja, das war die aktuelle Ausgabe der Anlage-Idee mit der Société Générale. Unser Thema heute, die jüngste Entwicklung auf dem Anleihenmarkt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.